Einwandfrei, ich denke, so kann man es lassen. Ich muss noch ein bisschen üben. Ach, aber das ist nicht ganz gleich, nicht ganz synchron. Ja, aber es kommt. Hi! Und herzlich willkommen zu einem Video zum Thema Mathematik. Mein erstes Video zum Thema Mathematik hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mir Unterstützung mitgebracht in Form von der Lena. Heute Thema der Funktionsbegriff. Ja? Yay, da kommt okay. Freude auf. Ja, geil, gell? Worum geht es beim Funktionsbegriff? Es geht darum, man möchte erkennen oder man sollte erkennen können als Schüler einfach nur, wann ist es eine Funktion, wann ist es keine. Das ist also eine Sache, die ich heute mit euch besprechen möchte. Einmal, woran erkenne ich eine Funktion? Und das zweite ist halt, wie kann ich Funktionen darstellen? Ja? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, wir haben einmal irgendwie so als Rechenvorschrift, ja, also nimm das x und multipliziere es und mach dies und jenes. Wir haben den Graphen, ja, also dann kann man es schön sehen in so einem Koordinatensystem. Und wir haben die Wertetabelle. Und Wertetabelle ist des Todes. Ja, Wertetabelle wird einfach nicht gern gemacht. Wird nicht gern. Von mir persönlich. Ja, okay. Lena hasst Wertetabellen. Wenn du eine Wertetabelle bist, lauf. Ja, woran erkenne ich, ob es sich um eine Funktion handelt? Ja, das ist die Frage, die man sich also stellen kann unter Umständen. Ja, wenn man Lust dazu hat. Wenn man Lust dazu hat, wenn man keine Freunde hat, aber Mathematik oder so. Ja. Nein, also die Sache ist die, ab und zu fragt man sich halt, kann ich irgendwas als funktionalen Zusammenhang darstellen, beziehungsweise generell, wenn man sich halt in der Mathematik mit der Mengenlehre und so weiter beschäftigt, und mit Relationen und so weiter, dann kann man sich halt schon fragen, ist es eine Funktion, ist es keine. Ja? Ich habe hier einen Satz aus einem Buch rausgeschrieben, mehr oder weniger, wobei ich den noch vereinfacht habe. Und dieser Satz lautet also, es ist eine Funktion, wenn jedem Element der Definitionsmenge genau ein Element aus der Zielmenge zugeordnet ist. Ein Satz von Mathelehrern für Mathelehrer. Ja, hört sich an wie aus einem Mathebuch. Ja, ja. Ne? Für Leute, die es schon wissen, von Leuten, die es schon wissen. Also es hilft keinem weiter. Ja, das ist so, als würde mich jemand fragen, wie backe ich denn eine Prinzregententorte? Und dann sage ich, du backst eine Prinzregententorte. Ja. So viel Erklärung ist das in etwa. Gar keine. Genau, weil der Satz an sich wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Ja, was ist eine Definitionsmenge und was ist eine Zielmenge und was überhaupt sind Elemente und worum geht es da? Also es ist purer Quatsch. Das heißt, wir gucken uns Funktionen viel lieber an einem Beispiel einfach an. Da habe ich euch was mitgebracht. Der Notenspiegel. Hier seht ihr einen Notenspiegel aus irgendeiner beliebigen Klassenarbeit, wo oben immer die Noten stehen, also von 1 bis 6, und unten dann die Anzahl von Schülern, die diese Note erwirtschaftet haben. Ja? Und das Ganze kann ich also mit zwei Mengen darstellen. Das habe ich jetzt hier etwas weiter unten gemacht, ne? Diese beiden Ellipsen. Auf der linken Seite also die Definitionsmenge, die Noten, auf der rechten Seite die Zielmenge, also wie viele Schüler haben diese Note bekommen. Und wenn ich mir dieses Pfeildiagramm jetzt so ein bisschen anschaue, dann sehe ich, dass auf der linken Seite immer nur bei jeder Note ein Pfeil startet. Also bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 startet immer nur ein Pfeil. Das heißt, die Abbildung ist von rechts gesehen eindeutig und damit ist es eine Funktion. Also eine Funktion ist es immer dann, wenn ihr auf der linken Seite keine zwei startenden Pfeile habt, wenn ihr das als Pfeildiagramm darstellt. Was ja eigentlich im Regelfall ziemlich einfach ist. Also jeder kann irgendwie so zwei Blasen da aufmalen, die Dinger reinschreiben und gucken, was zielt auf was. Oder? Das ist die ganz einfache Art und Weise, ob eine Zuordnung eine Funktion ist, ja oder nein. Oder die ganz einfache Erklärung. Und ich habe jetzt hier noch ein Gegenbeispiel gemacht. Da suchen wir die Teilermenge ohne 1. Ja, also ich kann jede Zahl immer durch 1 und durch sich selbst teilen, das ist logisch. Und ich kann mir aber auch über die anderen Teiler von einer Zahl noch Gedanken machen. Ich habe hier die Zahlen 2, 6 und 7 und habe immer die Teilermenge unten drunter geschrieben. Von der Zahl 2 ist die Teilermenge ohne 1 nur 2, bei der 6 2, 3, 6 und bei der 7 die 7. Heißt also, ich habe hier in der mittleren Spalte eine Zuordnung von einem Element aus der Definitionsmenge, das ist die 6, zu mehreren Elementen der Zielmenge. Das sind die 2, 3 und 6. Das heißt also, in der unteren Zeile meiner Wertetabelle stehen in einer Spalte mehrere Werte. Das ist ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass es sich um keine Funktion handelt. Dann ist es nämlich nicht mehr recht eindeutig. Oder im Pfeildiagramm seht ihr, auf der linken Seite startet von einem Element starten insgesamt drei, also mehr als einer jedenfalls. Ja? Können auch nur zwei sein oder sowas, Pfeile. Und damit habe ich keine Funktion mehr. Die Idee einer Funktion ist also, ne, von der Definitionsmenge zur Zielmenge gibt es genau immer eine Abbildung. Okay. Darstellen kann ich Funktionen,
auf mehrere Arten und Weisen. Ja, also ich habe einmal die Möglichkeit zu sagen, es gibt eine Rechenvorschrift. Also bei manchen Funktionen gibt es eine. Hier oben seht ihr zum Beispiel die Funktion y gleich 2x plus 1. Ja, das ist also eine Rechenvorschrift. Da sage ich, nimm das x, ne, und mach was damit. Okay, und damit gibt es dann ein Zielelement. Ich kann eine Funktion aber auch als Wertetabelle oder als Graph, ne, in so einem Koordinatensystem darstellen. Okay, wir schauen uns also jetzt kurz die Rechenvorschriftgeschichte an. Und da habe ich euch jetzt aufgeschrieben, drei Möglichkeiten, um dasselbe darzustellen. Ja, weil da stolpern meine Schüler ganz oft drüber, dass im Buch manchmal nicht f von x drin steht oder statt f von x steht auf einmal ein y da oder f Doppelpunkt. Ja, und dabei ist das alles immer das Gleiche. Es gibt nur eben leider Gottes mehrere Möglichkeiten, das auszudrücken, und irgendwie freuen sich Mathematiker, wenn sie alle Möglichkeiten mal anwenden können. Das am besten auf einer Seite in einem Buch. Wir versuchen das mal zu lesen. Die obere Zeile, wie würdest du das lesen, Lena? Hier die. Mhm. F von x gleich 2x plus 1. Genau, ne? F von x. Ja? Der Funktionswert f von x berechnet sich also, indem ich das x nehme, mit 2 multipliziere und 1 addiere. Ja? Also jedem x wird ein f von x, ein Funktionswert, zugeordnet. Wenn ich mir ein Koordinatensystem angucke, wie heißen dann die Achsen? X und Y-Achse, genau. Ne? Also das heißt, dieses f von x, was ich auf der Y-Achse abtrage, könnte ich damit auch den Y-Wert nennen. Daraus ergibt sich die ganz untere Zeile. Ja? Y gleich 2x plus 1, exakt dasselbe. Und das in der Mitte? Ist nicht ganz verständlich. Ist nicht so ganz verständlich, ne? Das ist Kacke. Okay, das ist eine andere Darstellung. Und zwar würde ich das lesen, wenn ich es zu lesen hätte, würde ich es lesen als eine Funktion f ist definiert als, den Doppelpunkt würde ich jetzt lesen als, ist definiert als, x wird abgebildet auf 2x plus 1. Ja? Aber im Endeffekt heißt das doch, ich nehme ein x und bastle dafür 2 mal x plus 1. Ja? Wenn ich mich bei meiner Funktion f befinde. Ja? Es ist also wieder exakt das Gleiche. Es ist, ich weiß, es sieht kacke aus und es ist blöd zu lesen, aber es ist halt exakt dasselbe. Und man muss keine Angst davor haben, wenn es halt eben so dasteht. Man kann sich dann einfach so hinschreiben, wie es oben drüber oder unten drunter steht. Und dann ist man ziemlich auf der sicheren Seite. Ja? Also keine Angst vor dem Pfeil und so weiter. Das bedeutet eigentlich nichts anderes. Und wenn ich mir das an so einem einfachen Beispiel aufschreibe, ja, dann kann ich es relativ einfach lernen. Ja? Für Klausuren, Formelsammlungen und so. Ne? So, diese Rechenvorschrift, das f von x gleich 2x plus 1, habe ich euch nochmal ein bisschen auseinandergepflückt. Ne? F ist der Name der Funktion. X ist die Variable, das ist also das, was sich ändert, wo ich also quasi den Wert auf der x-Achse einsetze. Ja, und auf der rechten Seite vom Gleichzeichen, da steht eben die Rechenvorschrift. Also was soll ich mit dem x machen? Ja, hier in dem Falle mit 2 multiplizieren und 1 addieren. Super. Okay, kommen wir zur Wertetabelle. Ja, also diese oder als Rechenvorschrift, diese Gleichung da oben, das ist natürlich sehr schön. Da sehe ich eigentlich so ziemlich alles, was die Funktion betrifft. Also ich sehe, wie sie sich im Unendlichen verhält und so weiter und so fort. Ich kann mir also, das beschreibt quasi die Funktion in ihrer Gesamtheit. Ne? Weil ich kann ja mein Koordinatensystem immer weiter, immer größer machen, immer weiter nach links und immer weiter nach rechts. Ja? Und kann darüber sehe ich also wirklich genau, was passiert. Ja? In der Wertetabelle sehe ich immer nur einen Teilausschnitt der, sagen wir mal, Realität. Und die Wertetabelle hat aber auch Vorteile. Kannst du die einen zumindest? Kannst du nein. Nein. Okay, die Wertetabelle hat niemals Vorteile. Die Wertetabelle ist ein Arschloch. Die Wertetabelle ist schon blöd wegen dem Unendlich. Da hört sie ja schon auf. Das hier kann sich doch kein Mensch vorstellen. Ja, hier die Wertetabelle ist tatsächlich blöd wegen dem Unendlich, sagt die Lena. Was auch immer du dir dabei gedacht hast. Nix. Wir stellen uns jetzt mal vor, dass es da keine Unendlichzeichen wären. Ich habe da offensichtlich einen kapitalen Fehler gemacht. Hast du offensichtlich gar nicht drüber nachgedacht? Nein, nie. Und wir sehen aber, dass bei der Wertetabelle im Endeffekt auch eben, ne, oben stehen eben die x-Werte, also alles das, was auf der x-Achse abgetragen werden kann. Die geht halt nun mal von minus unendlich bis plus unendlich, in letzter Instanz irgendwie immer. Und unten drunter in der zweiten Zeile, da sehe ich dann die Funktionswerte, die gebildet werden, wenn ich also oben den Wert nehme, mit 2 multipliziere und 1 drauf addiere. Mir ist eingefallen, wieso die doch gut ist. Warum sind die doch gut? Weil du damit besser das Ding einzeichnen kannst. Na, wenn ich die Funktion zeichnen soll und sehe nur hier oben diese Funktionsvorschrift, dann denke ich mir so, bei linearen Funktionen geht's noch, ja, da kann ich ja irgendwann, weiß ich, okay, steigt um 2, also immer 1 nach rechts, 2 nach oben, 1 nach rechts, 2 nach oben und so, da kann ich diese Abkürzung im Grunde genommen wählen, aber hier unten
bei einer quadratischen Funktion oder sonst irgendwas, wo es also irgendwie so kurvig verläuft, da habe ich halt keine Chance, das kann ich nicht ablesen. Da brauche ich eine Wertetabelle, wenn ich das einigermaßen zeichnen will. So, und wenn ich das zeichnen will, die Zeichnung, das habe ich euch auch mitgebracht, dann sieht das in meinem Koordinatensystem in etwa so aus. Ich habe eine X-Achse, das ist die horizontale, ja, und dann habe ich eine Y-Achse, das ist die vertikale. Und jetzt kann ich eben meine Funktion nehmen, suche mir irgendwelche Punkte raus. Ja, bei einer einfachen Funktion wie der hier reichen 2 Punkte. Dann kann ich nämlich meine Gerade einfach da durchziehen. Ne? Wunderbar. Das ist hervorragend, oder? Ja. Welche Vorteile hat diese Funktionskraftdarstellung? Ja, vielleicht kann ich bestimmte Sachen besser ablesen. Vielleicht kann ich schon mal gucken, in etwa, wo werden die Achsen geschnitten oder sonst irgendwas. Das sind ja die Dinge, die ihr berechnen müsst. Die ein Mathelehrer gern wissen möchte. Genau, die ein Mathelehrer gerne wissen will. Ja. Die aber sonst keinen interessieren. Die sonst kein Schwein interessieren, aber den Mathelehrer. Ja. Also, Funktionen, ja, wir merken uns, eindeutig muss es sein. Ja, also von der linken Seite geht immer nur ein Pfeil los. Ja, wenn ich als Pfeildiagramm male. Wertetabelle eignet sich zum Zeichnen. Die Funktionsvorschrift ganz klar zum Rechnen, wenn ich irgendwie Nullstellen berechnen muss oder sonst irgendwas. Und der Graph eignet sich immer ganz gut, um sich schon mal ein Bild zu machen, wie die Funktion in etwa aussieht. Also wenn ich einfach eine Wertetabelle male und dann kann ich mal die Funktion schon mal aufmalen, dann sehe ich schon mal vielleicht, wie viele Nullstellen hat das Ding überhaupt, also wie oft geht es durch die X-Achse durch und so weiter. Das kann ich mir zumindest dann schon mal grob vorstellen. Oftmals, also mir hat es immer geholfen, mir eine Skizze zu machen als Schüler, um halt einfach mal zu gucken, was eigentlich los ist. Frage. Ja. Wenn ich einfach eine senkrechte Linie dadurch habe, ist ja nicht alles eindeutig zuzuordnen. Eine senkrechte Linie? Da drinnen? Ja. Nein, das ist null eindeutig dann. Das ist auch keine Funktion mehr. Das hättest du vielleicht nochmal sagen können. Meinst du, das hätte ich sagen sollen? Ja. Ich war noch nicht, also das Einzige, was ich noch machen wollte, war die Geschichte mit dem einer Zahl werden mehrere Elemente der Zielmenge zugeordnet. Wenn wir uns das mit dem Teiler nochmal anschauen, von eben gerade war das nämlich so, dass 6 ja die Teiler 2 und 3 und 6 hat. Das heißt, ich hätte hier einen Punkt, 2, bei 3 einen Punkt und bei 6 ja, einen guck, Punkt. Ja, guck, dann ist es ja so ein Strich. Ja, und jetzt habe ich im Grunde genommen hier, hier und hier Funktionswerte für ein und dasselbe x. Ja, wie soll ich jetzt diese Funktion zeichnen? So? Oder wie? Oder was? Gerade. Ja, oder gerade durch, genau. Oh, ja. Oh Gott, das ist... Sorry, ich habe heute noch nichts getrunken. Ja, oder zu viel. Kaffee kann nichts passieren. Ist noch nie was passiert. Also im Endeffekt, damit habe ich keine eindeutige Zuordnung mehr. Immer wenn ich irgendwie so etwas machen müsste, wenn ich also irgendwie so eine Art S oder eben wirklich eine Gerade nach oben bekomme, ja, also eine senkrechte Linie, dann habe ich keine Funktion mehr, weil dann die Eindeutigkeit nicht mehr gegeben ist. Ich muss jedem X-Wert, egal welches X ich mir hier aussuche, da muss ich irgendwo auf dieser... Ob sie auf dieser imaginären Linie jetzt hier, Moment, ich versuche die zu skizzieren, muss ich irgendwo auf dieser Linie, muss ich den passenden Funktionswert ermitteln können. Ja? Sonst ist es einfach keine Funktion. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt Lena, ja, die kann euch da weiterhelfen. Ja, ja? Ich bin jetzt Experte. Du bist jetzt Experte, Expertin sogar. Und ja, ansonsten, Aufzeichnungen sind wie immer hier unten in der Videobeschreibung zum Download als PDF zu finden. Ja, könnt ihr euch also gerne ausdrucken oder wie auch immer. Und ansonsten Kommentare und so weiter, lasst ihr einfach da. Wir werden uns jetzt, denke ich, in den nächsten Videos weiter in der Mathematik durch die Analysis schlängeln. Das heißt also alles, was in der 11. Klasse so drankommt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut.